Starthilfekabelvergleich. Die besten Überbrückungskabel im Test. Starthilfekabelkaufberatung. So wählen Sie das richtige Produkt aus dem Starthilfekabelvergleich. Willkommen bei Bewertungen, Ratschläge und Tipps. Ich habe diese Bewertung basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung. Ich versuchte sie basierend auf Ihren Preis, Qualität und mehr. Das ist Ihnen sicher auch schon einmal passiert. Sie wollen sich gerade auf den Weg machen, doch das Auto will partout nicht anspringen. Ein Test zeigt, die Batterie ist leer. Falls Sie ein Starthilfekabel im Kofferraum haben, ist das zwar immer noch ein Ärgernis, aber eines, das Sie relativ schnell lösen können. Doch nicht jeder Starthilfekabel ist für jedes Auto geeignet. Bei einem Dieselmotor muss der Leiterquerschnitt mindestens 25 Quadratmillimeter betragen, bei einem Benziner reichen 16 Quadratmillimeter. Insider-Tipp, wählen Sie ein Starthilfekabel mit Spannungsspitzenschutz. So verhindern Sie, dass die empfindliche Elektronik Ihres Autos Schaden nimmt. Ein Starthilfekabel ist eine gute Investition. So haben Sie es bereit, wenn Sie oder ein anderer Verkehrsteilnehmer einmal Probleme mit der Autobatterie haben. Eine schwache oder leere Batterie kann dazu führen, dass Ihr Fahrzeug nicht anspringt. Natürlich können Sie in solchen Situationen den ADAC oder Ihren Kfz-Mechaniker rufen. In Zeiten häufiger Unfälle, zum Beispiel im Winter, ist es jedoch praktisch, wenn Sie sich bei kleineren Problemen selbst zu helfen wissen. Nicht alle Starthilfekabel sind für alle Fahrzeuge geeignet. Die gängigsten Kabel sind für PKW mit Ottomotoren zugelassen. Haben Sie ein Dieselfahrzeug, benötigen Sie einen größeren Querschnitt. So empfiehlt sich für Benziner ein Querschnitt von mindestens 16 Quadratmillimeter, für Diesel ein Querschnitt von mindestens 25 Quadratmillimeter. Kupferkabel sind besonders leitfähig und zuverlässig, werden jedoch mit dem steigenden Kupferpreis immer seltener. Kaufen Sie Aluminium, sollten Sie einen Querschnittswert wählen, der ungefähr zwei Dritteln des obigen Wertes entspricht. Achten Sie beim Starterkabelkauf auf isolierte Polzonschen. Der Kunststoffmantel schützt Sie vor Stromschlägen. Möchten Sie die Elektronik Ihres Fahrzeuges sichern, können Sie ein Starthilfekabel mit Spannungsspitzenschutz kaufen. Der Schutzstecker kann jedoch nachgekauft werden. Liegen geblieben? Keine Panik, in den meisten Situationen, in denen Ihr Auto nicht anspringt, ist eine schwache Batterie der Übeltäter. So kann es leicht passieren, dass Ihr Auto morgens einfach nicht anspringen will oder nach dem Stopp an der Raststätte auf einmal streikt. Wenn Sie aber ein Starthilfekabel im Kofferraum Ihres Autos haben, können Sie Ihrer Autobatterie Starthilfe geben, indem Sie das Kabel an eine Spenderbatterie anschließen. In unserem Starthilfekabelvergleich stellen wir Ihnen unseren Starthilfekabelvergleichssieger vor. Wenn Sie wissen möchten, welches das beste Starthilfekabel für Ihren PKW, LKW oder Ihr Motorrad ist, finden Sie im Ratgeber zum Starthilfekabelvergleich die nötige Kaufberatung, sodass Sie schnell wieder auf der Straße sind. Wie funktioniert ein Starthilfekabel? Ein Starthilfekabel, auch Überbrückungskabel oder Starterkabel genannt, besteht aus zwei Kabeln, die meist unterschiedlich gefärbt sind, um Verwechslungen bei Batterieüberbrücken zu vermeiden. Die Kabel bestehen aus einer Anzahl gewundenes Kupfer- oder Aluminiumdrähte, die mit einem Kunststoffgehäuse isoliert sind. Am Ende jedes Kabels befindet sich eine Art Greifzange, auch Polzange genannt. Achten Sie hier darauf, dass die Polzonschen isoliert sind. Ob das Starthilfekabel aus Aluminium oder Kupfer besteht, beeinflusst nicht nur die Leitfähigkeit und somit die Zeit, die benötigt wird, um das Auto zu starten. Auch im Gewicht unterscheiden sich beide Materialien. Traditionell wird für Starterkabel Kupfer verwendet, mit dem stetig steigenden Preis des Rohstoffs steigen jedoch viele Hersteller auf das günstigere Aluminium um. Hier einmal das Vor- und Nachteile eines Aluminium-Starterkabels im Überblick. Vorteile: Gewicht. Aluminium ist leichter als Kupfer. Preis: Aluminiumkabel sind preiswerter als Kupferkabel. Langsichtig führende Autohersteller sind darum bemüht, die Industrie auf Aluminium umzustellen. Nachteile: Leitfähigkeit. Benötigt vergleichsweise lange, um dieselbe Energie zu übertragen. Langlebigkeit. Kupfer ist stabiler und robuster. Welche Starthilfekabeltypen gibt es? Im Starthilfekabelvergleich gibt es verschiedene Kategorien.
Hier einmal eine Tabelle zur Übersicht, Standard-Starthilfekabel. Die beste Autobatterie-Starthilfe ist das klassische Starthilfekabel, das aus zwei Kabeln besteht. Die meisten Produkte sind zweifarbig gekennzeichnet, sodass Sie auf einen Blick wissen, welche Kabel an Ihre Autobatterie und welches an die vom Starthilfeauto angeschlossen werden muss. Produkte mit 24 Volt sind für PKW gedacht, 12 Volt für kleine PKW und Motorräder. Die meisten Starthilfekabel sind jedoch für beide Spannungen geeignet. Zigarettenanzünder Starthilfekabel. Zum Starthilfe geben wird das Kabel an Ihren Zigarettenanzünder neben dem Autoradio angeschlossen und mit dem des Spenderfahrzeugs verbunden, ohne die Motorhaube öffnen zu müssen. Zigarettenanzünder Starthilfekabel sind sehr kompakt und passen meist ins Handschuhfach Ihres Autos. Allerdings besitzen die meisten Artikel einen sehr geringen Leitungsquerschnitt und sind nur für Benziner mit 12 Volt Batterien geeignet. Jedoch kann der Prozess 30 Minuten oder länger in Anspruch nehmen und es besteht die Gefahr, dass sich das Kabel in der Zwischenzeit überhitzt. Der ADAC rät von der Verwendung dieser Kabel zur Autostarthilfe ab. Der beste Starthilfekabel in unserem Starthilfekabelvergleich ist ebenfalls die Originalausführung. Starthilfekabel mit Akku. Starthilfekabel mit Akku sind eine gute Anschaffung, wenn Sie Ihre Batterie ohne ein zweites Starthilfeauto oder Batterieladegerät aufladen möchten. Die Batterie wird per Netzkabel zu Hause oder in der Garage aufgeladen. Benötigt Ihr Auto Starthilfe, wird das Kabel an Ihren Motor angeschlossen. Ein beliebter Starthilfe-Akku ist der APA Powerbank Starthilfe, der sowohl 12 Volt als auch 24 Volt Batterien aufladen kann. Praktisch ist es, wenn der Starthilfe-Akku über einen Alarm verfügt, der eine Falschkopplung signalisiert. Kaufkriterien für Starthilfekabel, darauf müssen Sie achten. Beim Starterkabel kaufen gibt es einige Kaufkriterien, die Sie beachten sollten. Im absoluten Notfall können Sie natürlich von den angegebenen Werten abweichen, im Starthilfekabelvergleich empfehlen wir Ihnen jedoch, sich für die Notsituation mit einem Kabel vorzubereiten, das folgende Kriterien erfüllt. Zulassung. Die Anforderungen für Maße und Prüfung der Starthilfekabel sind unter DIN 72553 und der ISO 6722 genormt. Der ADAC empfiehlt, Produkte, die den Normen entsprechen, zu kaufen. So geht man sicher, dass das Starthilfekabel zulässig und sicher anzuwenden ist. Material: Generell wird zur Herstellung der Starthilfekabel Aluminium oder Kupfer verwendet, das Metall wird dann mit einer biegsamen Kunststoffschicht verkleidet. Ein Starthilfekabel mit Schutzschaltung verhindert Schäden an Ihrer Elektronik bei einer Verpolung. Länge: Die meisten Starterkabel sind ca. 3 Meter lang. Diese Länge sollte ausreichen, um die Batterien zweier PKW miteinander zu verbinden. Ist das Starthilfekabel länger, lässt es sich leichter verbinden, ist aber generell schwerer und benötigt mehr Platz im Kofferraum. Querschnitt: In Ihrem Starterkabeltest sollten Sie beachten, dass Ottomotoren und Dieselmotoren bei der Autostarthilfe eine unterschiedliche Stromstärke benötigen. Für Benziner mit einem Hubraum bis 2500 Kubikzentimeter reicht ein Wert von 16 Quadratmillimetern aus, größere benötigen 25 Quadratmillimeter. Dieselfahrzeuge benötigen immer einen Querschnitt von 25 Quadratmillimetern. Ist der Starthilfekabel-Dieselquerschnitt geringer, dauert die Energieübertragung auf Ihren Motor bedeutend länger und das Kabel kann schnell durchbrennen. Die angegebenen Werte sind auf Kupferkabel bezogen. Handelt es sich um Aluminiumkabel, benötigen Sie einen höheren Kabelquerschnitt, um die gleiche Leitfähigkeit zu erzielen. Je nachdem, ob Sie einen Kleinwagen oder einen Jeep besitzen, hat Ihr Fahrzeug einen anderen Hubraum. Diesen entnehmen Sie Ihrem Fahrzeugschein. Isolierung der Polzonschen. Isolierte Polzonschen sind besonders wichtig, wenn Sie ein Starthilfekabel verwenden. Sie sollten nicht nur teilweise, sondern komplett mit Kunststoff überzogen sein, das empfiehlt der ADAC. Nur so können Sie einen gefährlichen Stromschlag bei der Starthilfekabelanwendung vermeiden. Sind die Polzonschen isoliert, sind sie auch gleichzeitig vor Luftfeuchte und Schlägen geschützt und das Kabel ist langlebiger. Übrigens, ein weiterer nützlicher Helfer bei Autobahnen ist die Abschleppstange oder das Starthilfespray. Wie wird ein Starthilfekabel richtig angeschlossen? Für den Fall, dass Sie Ihr Starthilfekabel benutzen müssen,
Zunächst einmal eine Starthilfekabelanleitung. Wir empfehlen im Starterkabelvergleich, dass Sie zusätzlich ein Überbrückungskabel mit sich führen, nicht immer hat die Hilfe in der Not 1 in Ihrem Kofferraum dabei. Parken Sie beide Autos gegenüberstehend mit gespiegelten Motorhauben, sodass der Weg zwischen den Batterien so kurz wie möglich gehalten wird. Der Pluspol, rotes Kabel, wird an der funktionierenden Batterie und Ihrer Batterie angeschlossen, der Minuspol, schwarzes Kabel, wird an der Batterie des Spenderwagens und am Motor Ihres Autos angebracht. Beachten Sie, dass sich Plus- und Minuspol nicht berühren, sonst kann es zu einem Kurzschluss der Batterie kommen, und beide Fahrer benötigen Hilfe. Kaufen Sie ein Starthilfekabel mit Verpolungsschutz, verhindert dieser Schäden, sollten Sie beide Pole doch einmal verwechseln. Sonst kann es schnell zu einem Kurzschluss kommen. Die Voltangabe finden Sie an der Beschriftung am Batteriegehäuse. So ist es am besten, wenn ein Motorrad Starthilfe für ein Motorrad gibt. Auch kleine Autos weisen häufig eine sehr ähnliche Spannung auf. Generell können Sie ein Starterkabel für PKW verwenden, achten Sie auch hier auf die Voltangabe. Das Anschließen des Kabels erfolgt wie beim Auto, der Pluspol wird mit dem Pluspol der Helferbatterie verbunden, der Minuspol mit dem Motorradrahmen. ADAC, AEG, Mannesmann, Däuber, APA, Alpin und Silverline. Hat die Stiftung Warentest bereits einen Starthilfekabeltest durchgeführt? Leider hat die Stiftung Warentest noch keinen Starthilfekabeltest-Sieger gekürt. Allerdings finden Sie in der Meldung der Ausgabe 11/2006 noch einmal hilfreiche Tipps zum Starten eines Autos zusammengefasst. Wenn Sie ein günstiger Starthilfekabel kaufen möchten, lohnt es sich bei den Discountern nachzuschauen. So haben im Bereich Starthilfekabel Aldi und Lidl häufig Angebote. Dennoch haben zum Thema Starthilfekabel ATUI und ADAC die Nase vorn. Die Spezialisten bieten eine Vielzahl an hochwertigen Produkten an. Auch im Baumarkt werden Sie fündig. Auch wenn auf der Suche nach einem Starthilfekabel OBI nicht Ihre erste Anlaufstelle ist, können Sie hier Artikel beliebter Hersteller finden, die auch für Abschleppseile und anderes Autozubehör bekannt sind. Starthilfekabel selber bauen, geht das? Im Starterkabelvergleich raten wir Ihnen davon ab, ein Kfz-Starthilfekabel selber machen zu wollen. Zwar können Sie im Baumarkt oder auf dem Schrottplatz Kabel mit dem nötigen Querschnitt kaufen und die theoretisch als Starthilfe verwenden, allerdings sind die genormten Starthilfekabel inklusive isolierter Polzon schon viel sicherer in der Anwendung und dazu preislich sehr ähnlich. Starthilfekabel LKW, welchen Querschnitt sollten Sie besitzen? Um einem LKW Starthilfe zu geben, ist ein Leiterquerschnitt von 70 Quadratmillimetern empfehlenswert. Auch die Kabellänge muss beachtet werden, 6 Meter sind ideal. Wurden im Starthilfekabelvergleich 11 Produkte von 7 verschiedenen Herstellern zusammengetragen und für Sie bewertet. Hier erhalten Sie einen hervorragenden Überblick über unterschiedliche Hersteller, wie zum Beispiel Vida XL, Sakura, Heller, Einhell, AEG, Betex, Autonic. Welche Starthilfekabel aus dem Vergleich bieten das meiste fürs Geld? Unser Preis-Leistungs-Sieger Heller 8KS 236.689 bis 001 Überbrückungskabel wurden nicht ohne Grund zum Sieger gekürt. Für nur 24,18 € bekommen Sie ein Produkt mit hervorragenden Produkteigenschaften. Zum Vergleich, im Schnitt zahlen Sie für ein Starthilfekabel ca. 21,74 €. Wie heißt das Starthilfekabelmodell aus unserem Vergleich, das die meisten Kundenrezensionen erhalten hat? Das meistbewertete Starthilfekabelmodell aus unserem Vergleich mit 3220 Kundenstimmen ist das Einhell 203636-5 Starthilfekabel Betebo 25 Ampere LEDSP. Was ist die beste Bewertung, die an einen Starthilfekabel aus dem Starthilfekabelvergleich vergeben wurde? Die beste Bewertung, die ein Starthilfekabel aus dem Vergleich erhalten hat, ist 4,7 von 5 Sternen. So positiv bewertet wurde das Heller 8KS 236.691 bis 001 Starthilfekabel. Gab es unter den 11 im Starthilfekabelvergleich vorgestellten Produkten einen Favoriten, den mit der Bestnote sehr gut ausgezeichnet hat? Einen klaren Favoriten gab es im Starthilfekabelvergleich nicht, wurde gleich 6 Produkte mit der Bestnote sehr gut ausgezeichnet.
Jedes dieser Modelle ist eine hervorragende Option für Kaufinteressenten, wie der XL210291, Sakurai SS3627, Hella 8KS236691 bis 001 Starthilfekabel, Hella 8KS236689 bis 001 Überbrückungskabel, Einhell 203036-5 Starthilfekabel, Betebo 25 1 Ampere LED SP und AEG Automotive 97216. Wie viele unterschiedliche Starthilfekabelmodelle haben Eingang in den Vergleich gefunden? Insgesamt haben 11 Starthilfekabel Eingang in den Vergleich gefunden. Sie stammen von 7 verschiedenen Herstellern und garantieren so einen optimalen Überblick über die verschiedenen Optionen in der Kategorie Starthilfekabel. Folgende Modelle finden Kunden in unserem Vergleich: Vida XL210291, Sakurai SS3627, Hella 8KS236691 bis 001 Starthilfekabel, Hella 8KS236689 bis 001 Überbrückungskabel, Einhell 203036-5 Starthilfekabel, Betebo 25 1 Ampere LED SP, AEG Automotive 97216, AEG Starthilfekabel, Spalte 25 Alutec, Betex. Wenn Sie möchten den Preis sehen und mehr erfahren über die besten Angebote, unten im Videobeschreibung finden Sie alle Links. Sie werden weitergeleitet. Sind Sie begeistert? Ich freue mich sehr über ein Like und ein Abo. Wenn Sie die Glocke drücken, verpassen Sie kein Video.